Vielen Dank, Herr Kollege Repo. Es folgt Frau Kollegin Klever. Sie ist nicht da. Dann folgt Herr Kollege Stadler. Herr Präsident, ich habe heute gegen den gemeinsamen Entschließungsantrag der Parlamentsfraktionen zu den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates zum mehrjährigen Finanzrahmen vom 7. und 8. Februar gestimmt, weil dadurch Österreich wieder einmal benachteiligt wird. Nachdem man gestern schon den Österreichern bereits ein EU-Mandat gestrichen hat, benachteiligt der mehrjährige Finanzrahmen Österreich neuerlich. Die Höhe der Rückflüsse aus dem EU-Budget nach Österreich nimmt ab. Der österreichische Rabatt wird massiv gekürzt und die Nettozahlungen Österreichs an die Europäische Union steigen weiter. Das ist für mich inakzeptabel und übrigens auch für die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher, die Europäische Union zahlen müsste. Für mich lautet die Devise längst: genug gezahlt. Vielen Dank, Herr Kollege Stadler. Herrn Kollegen Takula sehe ich nicht. Dann folgt Herr Kollege Tenok. Herr Präsident, der